Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Stealthbeat. In der letzten Folge haben wir hier mit unserem guten alten Vampirjäger Rick geredet, der gesagt hat, wir sollen hier in den Twilight Forest gehen. Und, wie kommen wir eigentlich wieder raus? Warte mal kurz. Und hat gesagt, verpackt, okay. Hat gesagt, wir sollen in den Twilight Forest gehen und uns einen Bosskopf holen. Es ist egal, welchen Kopf, aber ein Bosskopf. Wir wollten den Naga suchen, weil ich glaube, der am einfachsten ist, dieser Wurm, ne? Und ja, dann haben wir ihn gesucht. Haben aber verwechselt und ich habe die Hydra gefunden. Ja, das ist dann so ein Punkt, dann habe ich halt gegen die Hydra versucht zu kämpfen, aber ja, ich kam halt nicht weiter. Dann hat mir leider, was ist denn leider, hat mir Gott sei Dank jemand mal in die Kommentare geschrieben, wie es nämlich wirklich geht. Die Hydra kommt als letztes, damit das Schutzschild abgebaut ist. Wir müssen erst die Naga besiegen und dann können wir die Hydra besiegen. Deswegen sind wir jetzt auf jeden Fall mal auf den Weg zum Naga hin, würde ich sagen. Der Naga geht in welche Richtung? Ich muss gerade überlegen, der Naga... Storm, Birds of Prey. Halt die Klappe, die Musik, ey, ich will nichts von dir. Ey, warte mal, also die liegt hinter der Hydra, der Naga. Ich glaube, das ist der Naga. Ich hoffe mal, dass es der Naga ist, weil es gibt so viele Bosse hier. Und ich sehe da echt nicht durch. Und ich hoffe mal, dass das der Naga ist. Sonst muss ich da einiges cutten. Wie wir am Ende dann irgendwie komplett die Angst... Also es könnte auch sein... Dass es mit dem Skelett und der Dings der Naga ist. Aber ich glaube ja nicht. Der Naga müsste hinter der Hydra sein, glaube ich. Habe auch übrigens schon gesehen, dass unsere Rüstung, die wir uns letzte Folge erst gemacht haben, schon zur Hälfte kaputt ist. Und das ist dann doch schon ganz schön scheiße. Aber mit unserem Drachen sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg zu der Dings. Und irgendwann kriege ich Schaden, was mich jetzt schon ein bisschen abfuckt, ja. Hey, da ist die Hydra, Leute, da ist die Hydra, aber die interessiert uns jetzt nicht. Alter, die Rüstung, Alter. Unsere Armrüstung. Die hat das nicht verdient. Okay. Hier müsste jetzt theoretisch der Naga sein. Genau. Oh, Gott sei Dank. Ich hab... Oh, Gott sei Dank. Das ist der Naga. Perfekt, Leute. Perfekt, Leute. Das ist der Naga. Das ging doch ziemlich schnell. Die Aufnahme ist gerade mal bei 2,5 Minuten oder so jetzt, ne? Okay, da hinten ist ein Kuchen-Creeper. Junge, was bist du für ein Fick? Juhu! Silvester-Raketen zur Zeit und Kuchen. Ja, wir haben jetzt leider keine Hunger, schade. Wir gehen aber auf jeden Fall zum Lager. Dann haben wir einen Block, um uns hochzubauen. Das ist perfekt. Und zack und... Oh ja, der Nager. Ich würde sagen, wir nehmen uns Sonian. Das bringt uns, glaube ich, nichts. Das bringt uns was, ich weiß es nicht. Wir haben den Moss-Pie für den Fall, dass wir es brauchen. Ansonsten, wir haben eigentlich ziemlich gute Rüstung. Zwei Herzen rein, alles. Okay, komm her, Naga. Digga, das ist ja easy. Der muss nur mal stehen bleiben. Wie ich gerade irgendwie... Wir haben gerade wirklich das Hinterteil abgeschlagen. Ist das denn ernst? War das gerade alles? Naga-Scale und Naga-Trophy? Ja, wir haben die Naga Trophy. Also, mal ganz ehrlich, war das jetzt alles? Das war jetzt der ganze Kampf mit dem Naga? Also, ja, easy von mir aus, aber so einfach hätte ich jetzt auch nicht erwartet. War wirklich weitestgehend zu einfach, ganz ehrlich. Jetzt will ich aber gucken, ist die Hydra jetzt besiegbar? Weil dann machen wir die Folge einfach noch die Hydra, Alter. Weil, warum eigentlich nicht, ne? Hier, Drachen mitnehmen. Die Hydra kriegt Schaden. Woher kriegt die Schaden? Ich weiß nicht, woher kriegt die Schaden, hä? Hä? Hä, kann mir das jemand erklären? Kann halt ja aber hoch. Also, aber das Schutzschild ist immer noch da. Also wir können immer noch nicht besiegen. Hm. Ich hätte trotzdem gerne Hydra-Kopf.
weil, naja, warum eigentlich nicht? Wir fliegen einfach los, Leute. Wir fliegen einfach los und so hat diesen Skelett-Boss-Typen irgendwie, ne? Aber wenn wir einfach nach hinten weitergeflogen, wäre einer gewesen. Egal, jetzt fliegen wir in die komplett andere Richtung. Warte mal. Da hoch müssen wir, okay. Weil die Hüter, also da müssen wir vielleicht diesen Skelett-Boss noch vorne, weil der Naga war ja richtig easy, mal ganz ehrlich. Der Naga war wahrscheinlich der einfachste Boss, der mir einfällt. Ich überlege gerade, wie hieß dieser, es gab die Hydra, den Naga, aber was war dieses, das sieht zumindest stark nach einem Skelett aus. Klar, es ruckelt sich, aber es wird ein Skelett-Dings, da muss es sein, wenn ich mich nicht irre. Wir sind auch bald da. Ah, genau, das war dieses Schloss-Tempel-Ding, ja. So, perfekt. Ah, Alter, die Ruckler gehen gerade auch ziemlich auf den Sack. Zack, komm mit. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind fürs Twilight Forest zu stark ausgerüstet. Ja gut, unsere Rüstung, ich hoffe mal, dass unsere Rüstung das noch aushält. Sonst müssen wir uns wirklich neue Rüstung kaufen gehen, das ist jetzt nicht ganz so geil. Und, quasi reloaden, 60 FPS hält es zwar angeblich, aber, na, ich will mir da nicht ganz sehen. Ich brauche mal ein bisschen Holz kurz, damit wir uns vielleicht rüberbauen können, das wäre, glaube ich, ziemlich praktisch. Nehmen wir die Karte weg am besten, weil, die stört ein bisschen, die nervt ein bisschen irgendwie, ne? Was ist das hier eigentlich? Kenobi Tree Wood. Okay. Wir nehmen uns dieses Holz aber allgemein auch mal mit. Also wir gehen da vielleicht nächste Folge oder so mal farmen, weil ich finde das Holz eigentlich ganz geil. Es sieht ganz nett aus, so weit es geht, ne? Deswegen, also brauchen wir eigentlich nicht. Ist interessant. Ist das, was ich mache? Ich fliege da einfach hoch, ganz ehrlich. Dungeon kann man im Nachhinein immer noch machen, aber ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, den zu machen. Deswegen, ich will eigentlich bis zum Boss besiegen, ganz ehrlich. Mehr will ich nicht, Leute, mehr will ich nicht. Ausgerechnet sowas, wenn du so Holz brauchst oder Holzzeug abbauen musst, hat man dann keine Axt, ne? Okay, wartet mal. Ist der hier, der Boss? Oh, ja, ist er. Twilight Witch ist das. Halt die Klappe, Handy. Twilight Witch, was macht man gegen die Twilight Witch? Hä? Was willst du von mir? Warte mal, kann ich die... Ich glaube, ich muss die Schutzschilder kaputt machen, ne? Ich weiß echt nicht, ob unsere Rüstung das aushält, ganz ehrlich. Ja, man kann die echt nicht angreifen. Ja, man muss wirklich den Schutzschild kaputt machen. Ich glaube, ich habe gerade eben schon einen kaputt gemacht. Twilight Lich. Okay, Twilight Lich ist die, okay. Okay, ich habe noch eins kaputt gemacht. Perfekt. Die ist gleich bald angreifbar, die Twilight Lich. Okay, noch eins, komm bitte, noch eins. Okay, Leute, los. Ah, komm schon. Aber das ist jetzt nicht zu spät. Unsere Rüstung kriegt zwar ganz schön Schaden, aber es ist jetzt nicht zu spät, würde ich sagen. Sie haben wir schon zwei Schilder kaputt, Dings, ne? Ah, hier kommt manchmal echt Ruckler rein. Reloaden, ne? Okay, er hat nur noch ein Schutzschild. Komm, schieß auf mich. Als ob der das jetzt nicht erwischt hat. Der hat noch ein so ein hässliches Schutzschild, ganz ehrlich. Ach komm, Twilight Lich hier, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ja! Ich kann dich killen, Alter. Fick dich mit deinem Zombies, Alter, Twilight Lich. Klar, du kannst dich teleportieren und ich kann irgendwie nicht mehr rennen, oder? Alter, was wollt ihr von mir? Leute, verpisst euch. Okay, die ist bald tot. Okay, gekillt. Jo, ganz schön viel XP eigentlich, ne? Das war jetzt nicht so schwer, muss ich sagen, also... Mana-Stil-Rüstung alles, ich finde das war noch... Gut, ich merke gerade eigentlich, wie wenig Herz wir noch haben, aber an sich so, würde ich sagen, war das noch nicht mal so schwer. Ich konnte einfach hochfliegen, einfach mitten in den Bosskampf rein und dann haben wir halt easy gekillt, ne? Jetzt muss ich mal gucken, wie wir rauskommen. Nein, nein! Ach, Gott sei Dank. Komm mit, Tra, jetzt gehen wir aber zur Hydra. Jetzt killen wir die Hydra. Leute, drei Bosse in einer Folge. Drei fucking Bosse in einer Folge. Hat erst schon mal jemand gemacht.
das vor allem noch so verdammt easy. Das ist... Ich find's geil. Ich hoffe, unsere Rüstung hält das noch aus jetzt mit der Hydra. Weil es kann auch sein, unsere Rüstung geht jetzt einfach mitten im Kampf kaputt und wir verlieren so jämmerlich. Das kann auch sein, dann müssen wir jetzt erst eine Rüstung machen, bevor wir die Hydra schaffen. Aber sonst, wenn das jetzt klappt, dann haben wir einfach easy 3 Boss in einer Folge gemacht, ne? Und ich brenne schon wieder, warum das gibt uns auf den Sack. Okay, Hydra, Hydra. Das Schutzschild ist weg, das Schutzschild ist weg. Geh runter, Drache, Drache, geh runter. Okay, Drache, wo bist du? Lila Drache, der ist eigentlich voll geil. Okay. Es sieht aus, als hätte sie kein Schutzschild mehr. Unsere Rüstung nähert sich fucking stark dem Ende. Aber das ist uns egal. Ich hoffe nur, dass sie das noch durchhält. Wie, das Schutzschild ist noch da. Also ehrlich sagen, dass das Schutzschild noch da ist? Hä? Okay, jetzt heilen wir uns gleich kaputt. Okay, ich kapiere es nicht. Die Hydra schaffen wir diese Folge nicht mehr, Leute. Es tut mir leid. Also die Hydra schaffen wir echt nicht mehr. Ich weiß, es gibt glaube ich noch mehr, aber es gibt noch so einen Eisgolem, ne? Na gut, dann müssen wir erstmal die anderen Bosse machen, Leute. Dann würde ich sagen, es ist mein Ziel momentan. Na gut, wir müssen erstmal nächste Folge auf jeden Fall erstmal zu Dings gehen, zu, ne? Wie heißt er? Oh Gott, wie heißt er denn? Rick. Rick, der Geisterjäger. Da will uns so ein Elixier brauen. Damit wir halt erstmal Gwendolyn zurückfahren können. Das ist erstmal oberste Priorität. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal. Aber danach, dann will ich auch erstmal auf jeden Fall die Dings killen, die Hydra. Jetzt die Frage, wo ist unser Portal? Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Ah, ich komme hier nicht hoch. Warum brenne ich eigentlich die ganze Zeit? Es geht voll auf meine Rüstung und so. Ach Mensch, wo ist unser Portal? Jetzt bin ich auch noch vergift. Perfekt, Leute, perfekt. Okay, wir haben Regeneration 3. Nämlich den Moss Pie und ist eigentlich voll das geile Biom hier, aber wir müssen doch zum ersten Mal wissen, wo wir zurück. Warte mal einfach. Slash Kill. Mann. Kill. Und okay, perfekt. Da sind wir auf jeden Fall schon mal an unserem Dings hier dran. Hi Rick, wir geben dir mal, würde ich sagen. Oh, wie sieht denn die Lich Trophy aus? Wenn ich das kurz fragen darf. Ja, ist halt so ein normaler Kopf und so, ne? So ein, ja. Ich würde sagen, er hatte gesagt, wir sollen ihm einen der Bossköpfe geben. Ich würde sagen, wir geben ihm einfach mal beide. Einfach aus Prinzip, vielleicht kann er damit was anfangen. Und, ne? Also, vielleicht kann er damit was anfangen. Wir geben auf jeden Fall dieses Naga-Skill auch mit. Vielleicht, ich könnte mir gefallen, dass er gebrauchen kann. Das ist gelbe Schrift, das ist nicht ganz so selten, und die sind so blau. Aber ich denke mal, Rick kann damit was anfangen. Ich hoffe mal. Der kriegt das hin, damit wir Claudia echt zurückwandeln können. Denn Claudia verrückt zu verwandeln, ist eine Sache, die wir jetzt. Habe ich gesagt, Claudia verrückt zu wandeln? Gwendolyn zurück zu verwandeln. Das ist eine Sache, die ist so verdammt wichtig. Die muss einfach passieren. Warte mal, hebt der Vogel uns hoch? Ja, war mir klar. Hä, wo bin ich jetzt? Achso, ich bin auf dem Turm. Okay. Kann ich hier runter? Ja, perfekt. Und Gwendolyn zurückverwandeln, dass sie ein normaler Mensch ist, weil wenn sie sich weiter zum Vampir entwickelt, weil wir müssen schnell gucken gehen, ob sie schon ein Vampir ist oder nicht. Ich hoffe mal, sie ist noch kein Vampir, denn dann ist es zu spät, glaube ich. Gekillt. Easy gedrackt. Warte mal. Ich glaube nämlich, wenn sie ein richtiger Vampir ist, ist es zu spät. Und? Hä? Wartet mal. Ich muss dazu sagen, immer wenn ich aus dem Twilight Forest rück, buggt die Welt bei mir ziemlich. Also, das müssen wir in dem Fall verzeihen. Wartet mal. Hallo? Welt? Laden? Minecraft abgestürzt. Na gut, von mir aus. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, Leute, gucken wir nächste Folge nach, ob sie noch ein richtiger Mensch ist. Heute würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Leute. Lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da, Leute. Ein Abo, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Wir sind nämlich so knapp vor den 400, würde mich mega freuen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Und noch nicht tschüss. Denn ich habe einen zweiten Kanal mit einem Kumpel. Da kommt viel Clash Royale Zeug. Sehr, sehr witziges Clash Royale Zeug. Da sind wir meistens so aggressiv. Ja gut, die meisten werden den Insider jetzt nicht verstehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Und jetzt aber tschüss.